Ein Sieg ganz nach dem Geschmack von Thomas Tuchel. Borussia Dortmund ist durch den 1:0 Heimerfolg gegen Sporting Lissabon vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Ein wichtiges Erfolgserlebnis auch im Hinblick auf die Bundesliga, wo der BVB zuletzt viermal sieglos blieb. Das Erfolgserlebnis, das schwarz auf weiß zu haben und das zu fühlen, das hilft wie nichts anderes. So das Ergebnis heute, das Ergebnis, das in der Tabelle steht, dass wir durch sind, die Tabelle anführen, das hilft. Das Tor des Abends erzielte Adrian Ramos, der kurzfristig Superstar Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen musste. Der Gabuner wurde offiziell wegen interner Gründe aus dem Kader für das Champions-League-Spiel gestrichen. Über die genauen Ursachen wollte sich keiner der Schwarz-Gelben äußern. Ich habe schon gemerkt, 50% von den Fragen sind über ihn. Klar will jeder wissen, warum, aber wie gesagt, da gibt es von unserer Seite nichts zu sagen. Das hat uns auch nicht so beschäftigt wie euch wahrscheinlich. Und von dem her ist es dann auch morgen wieder vorbei. Am Samstag beim Hamburger SV soll Aubameyang wieder dabei sein. Dann geht es für die Borussia vor allem darum, der Negativserie der letzten Wochen endlich ein Ende zu setzen und wieder oben in der Tabelle anzugreifen. Wir sind sehr glücklich heute mit dem Abend. Wir wissen natürlich aber auch, dass es am Samstag ein wichtiges Spiel gibt, dass wir eine andere Situation in der Bundesliga haben. Nichtsdestotrotz freuen wir uns heute einfach über den Sieg, dass wir zu Null gespielt haben, dass wir 3 Punkte eingefahren haben, dass wir zu Hause gewonnen haben. Aber wir wissen auch um die Bedeutung am Samstag. Der BVB will nach dem Sieg in der Königsklasse auch in der Liga wieder in die Spur finden. Mit neuem Selbstvertrauen und wieder mit Pierre-Emerick Aubameyang.